Bitte schnipsen Sie jetzt. Drehen Sie selber um. Okay, er mischt jetzt nett. So eine nette Art. Ja? Der Kritische von damals hat viel schlimmer gemischt. Ich zeige Ihnen, was der gemacht hat. Das war der Hammer. Der hat die Hälfte dieser Karten genommen und hat die mit der Vorderseite nach oben gedreht. Also Bild oben. Die andere Hälfte, Rückseite nach oben. Kein Witz. Bild oben, Bild unten. Und so hat er die Karten genommen und ganz lang eine neben der anderen ineinander gemischt. Das ist nicht gemischt, ja? Das ist das völlige Chaos. Bild offen, Bild unten, ineinander. Und so hat er mir die Karten gegeben und hat gesagt, Mensch Junge, du bist doch Zauberer, find mal meine Karten. Ich zeige Ihnen, was ich gemacht habe. Ich habe dieses Chaos einmal abgehoben und einmal geschnippt. Und die erste und die zweite mal wieder richtig. Dritte auch. Dritte auch. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alle Karten waren wieder exakt richtig herum. Bis auf eine! Bis auf eine einzige! Und welche haben Sie sich gemerkt? Herzkönig. Und deswegen mag ich kritische Zuschauer, weil es ist. Ganz nah dran ist, ist sozusagen das Unmögliche noch viel stärker betont. Das ist viel individueller und persönlicher. Ganz fair in Ihrer Hand. Halten Sie mal Ihre Hand flach aus. 1, 2, 3 Münzen. Die letzte wandert langsam und sichtbar in Ihrer Hand dazu. Langsam und sichtbar. Tada. Das war zu langsam. Zu langsam und zu sichtbar. Nochmal ganz fair. Alle 4 Münzen in Ihrer Hand. Wir machen einen Stapel. Nehmen Sie mit der anderen Hand nur so die oberste Münze weg, legen Sie sie in meine Hand und machen Sie sofort Ihre Finger um den Rest zu. Perfekt. Gut, besser. Ich versuche es trotzdem. So, lassen die Hand ein bisschen höher halten. Zulassen, richtig zulassen. Durch die Luft. Öffnen Sie Ihre Hand. Ja. Scheinbar optisch, akustisch und haptisch wird dieser Faden in lauter kleine Stücke zerrissen. Und meine Aufgabe ist es jetzt, diese Illusionen natürlich wieder rückgängig zu machen. Und ich lasse ein kleines Stückchen Faden übrig und knolle den Rest zu einem Illusionskügelchen zusammen. Achten Sie darauf, ich mache alles an meinen Fingerspitzen und dieses Kügelchen ist ein kleines bisschen klebrig. Das heißt, man kann das um den Faden herumkleben und wenn ich Glück habe, ja, es hält. Und wenn man jetzt einmal dagegen pustet, kann man alle Illusionen wieder rückgängig machen. Und jetzt wissen Sie, so, dass Sie es alle gut sehen können. 1, 2, 3, 4 Münzen. Alle 4 in Ihrer Hand. Ja. Bei Ihnen will ich es jetzt noch schwerer machen. Ihnen will ich eine Münze rausklauen. Das ist schwieriger, weil das mögen Menschen nicht so gern. Ja. Eine dazu zaubern ist nett, das mögen alle. Eine wegnehmen nicht. Alle 4, schließen Sie Ihre Hand, ich klaue eine raus. Ganz langsam auf. Machen Sie wieder zu, die kommt wieder zurück in Ihre Hand. Auf. Nee, hat nicht geklappt. Wenn sie nicht in ihrer Hand ist, dann gibt es nur einen Ort, wo sie sein kann. Dann ist sie unter ihrer Uhr. Drehen Sie mal ganz langsam um. Ja! Oh. Na, da sind Sie mal froh, dass Sie die Uhr noch anhaben. Ja? Aber ist es schwieriger, mit Prominenten sowas zu machen oder ist es das gleiche wie auf einer normalen Veranstaltung? Ja, es ist manchmal so, dass es etwas schwieriger ist, an die Prominenten ranzukommen, weil die denken, ach, der will mir meine Uhr klauen oder so. Aber wenn man erstmal da ist, ist es genauso wie mit normalen Menschen auch. Und wieso bist du eigentlich hier heute Abend? Bist du engagiert oder wie? Ich bin engagiert, ja. Ganz normal und verzauber hier die Gäste und unter anderem auch die Prominenten. Ja. Diese? Ich zeig's Ihnen. Auch in die Kamera. Herz 2. Sie werden sich fragen, was hat die Herz 2 mit ihrem Geburtstag zu tun? Das steht in dem Kalender. Denn an ganz bestimmte Tage da drin habe ich ganz bestimmte Karten gemalt. Schlagen Sie mal auf und sagen Sie uns, welche Karte steht ganz genau an Ihrem Geburtstag? Stimmt es? Herz 2. Is this one? Okay. Look at it. Maybe show it to the camera. I won't look. I know the trick already. Really? Please place it back. Place it back. What did you do with the card? I put it in there. But he put it in there before. Yeah. Well, sometimes if you do that, the card blushes. Oh! Because it's, that's pure. Maybe can you just do a kiss towards the card? Okay. Yeah. Because then sometimes it happens that it blushes. But well, maybe do another kiss for the card. Another one. Was this your card? And now the kiss is on top of the card, and you can keep it. Very good. That's why I do this trick.
It matches. Das ist ein ganz normales Seil, das jeder aus seinem Schlafzimmer kennt. Und das ist etwa die Mitte. Achso, etwa. Achso, du hast es. Sie kommt rein. Ja. Die Mitte. Ganz langsam, ganz fair. Bitte schnippst du. Ne? Da oben ist schon ein Teil einer Unterschrift. Bisschen vom Seil verdeckt. Das ist die Karo 10. Dann ist sie von ganz in der Mitte. Ich sage es ganz nach oben gewandert. Er zaubert uns jetzt den Euro herbei. Obwohl es viele Leute noch nicht glauben, der Euro ist da. Botzblitz. Ich meine, ein alter Traum der Menschheit ist es, Papier in bares Geld. Hey, das könnte ich auch mit WC-Papier machen. Na gut, okay, aber ich kann den retten. Ja? Wenn man diesen 100-Mark-Schein nimmt und einmal ganz klein zusammenfaltet und mal dagegen pustet, Herr Lehmann. Würden Sie mal dagegen pusten? Ja. Mein 100er. Dann lässt er sich rein optisch nicht mehr von einem wirklichen 50-Euro-Schein unterscheiden. Ach, nee. Der ist dann sozusagen fertig zum Ausgeben. Geld, haben Sie 50 Cent mal dabei vielleicht? Oh yes, der hat ja gerade 10 Euro geschickt. Zufällig ein 50-Cent-Stück in der Jackentasche, das kann ich Ihnen geben. Darf ich Sie bitten, halten Sie mal Ihre Hand um diese Flasche. Die habe ich gerade vorhin geliehen. Ich mache jetzt mal ein ganz verrücktes Experiment mit 50 Cent und einer Wasserflasche. Ich versuche was zu zeigen. Jetzt, es ist passiert. Achtung, sehen Sie das? Hey, die ist ja drinnen. Wir sind da drin und wir kriegen sie raus. Hier, für die Kamera. Die 50 Cent sind wirklich in der Flasche. Bei Ihrer Uhr habe ich an der Krone gedreht, Sie verstehen. Ihre Uhr habe ich nur am Armband berührt. Ich werde jetzt versuchen, auch Ihre Uhr zu verstellen. Nur 10 Uhr 25. Zeigen Sie Ihre Zeit. Uhr 23. Nicht schlecht, oder?